So, willkommen zum Tutorial. Das ist mein erstes Video-Tutorial, was ich mache. Ich habe ab und zu früher mal Tutorial mit Text gemacht, aber irgendwann habe ich das dann auch dran gegeben, weil das doch sehr aufwendig ist. Ich finde ein Video-Tutorial persönlich auch angenehmer, weil man einfach dort nach und nach die Dinge aufbauen kann. Man kann es auch viel leichter kommentieren, als wenn man das irgendwie aufschreibt und nur mit kleinen Bildchen arbeitet. Ich finde das so persönlich angenehmer. Was ich jetzt in dem Tutorial zeigen möchte, ist, wie ein einfaches Schild für Second Life erstellt wird. Also das Schild soll so sein, dass es die Kontur wiedergibt von dem, was es darstellt. Ich habe mir einen Fisch ausgesucht, das Bild von einem Fisch, und das Schild soll einfach, ja, eigentlich ist es ein Brett, ausgesägt in der Kontur des Fisches, und es hat auf der Vorder- und auf der Rückseite eben die Textur mit dem Fisch drauf und die Seitenlinie. Es hat ja auch eine gewisse Dicke und diese Seite ist eben schwarz. So soll das Endergebnis aussehen. Ich kann das nochmal zeigen, wie das aussehen kann, wie ich das mal gemacht habe. Das ist jetzt hier dieses Objekt, was ich mal gebaut habe. Also das ist jetzt Second Life im Beta-Grid. So, und da habe ich hier dieses Fischobjekt. Das sieht dann so aus. Ist also die Kontur des Fisches. Auf beiden Seiten ist die Textur zu sehen. Ja, die Seitenlinie ist eben schwarz. Ich habe mir jetzt nicht allzu viel Mühe gemacht da mit diesen Details. Die Rundungen sind jetzt auch nicht so akkurat. Das kann man ja natürlich nach Belieben machen. So ein normales Objekt in Second Life. Man kann es natürlich auch größer, kleiner machen, dicker, dünner. Man sieht hier nochmal die Textur. Die sehen wir auch gleich im Tutorial. Die verwende ich. Die habe ich halt dann einfach hochgeladen. So, dass der Fisch hat ein Land Impact von, ja, 0,7 aufgerundet 1. Wenn man ihn größer macht, erhöht sich natürlich der Land Impact. Jetzt auf 2 aufgerundet. Ja, das muss man dann sehen, wenn man doch mehr Eckpunkte benutzt, um das etwas runder zu gestalten, wie das dann mit dem Land Impact ist. Das werden wir dann noch sehen. So, ja, soweit das hier. Machen wir das mal wieder zu. Nee, so. Ja, man sieht, ich fange jetzt auch einfach mal an. Das ist jetzt die Blender-Version, im Moment die aktuelle, 278C. Ja, ich fange jetzt einfach mal an. Ich werde auch hier zu Anfang erstmal hier über das Menü-File Load Factory Settings. Ich setze das einfach mal jetzt wieder auf Default alles zurück. Dann hat man hier einen definierten Anfang. Ich habe gerne auch ein paar Änderungen drin, aber das geht hier auch genauso natürlich mit der Default-Einstellung. So. Ja, ich möchte dann die Entstehung zeigen. Also ich werde anfangen damit, dass ich die Grafik, diesen Fisch, einbinde und dass ich dann, ja, die Kontur nachzeichne und dann das Ganze texturiere und dann auch diese Dicke herstelle, also dass es auch tatsächlich ein dickes Mesh ist. Ich gucke noch mal eben, ob noch immer die Aufnahme läuft. Ja. Das hatte ich auch schon mal, dann lief es nicht. So, ja, fangen wir jetzt mal an. Ich wollte das auf zwei Wegen zeigen, also die Grafik nach Blender bringen. Ich werde zwei verschiedene Wege zeigen, wie man diese Grafik nach Blender einbringt. Ich halte die zweite Methode für die hier jetzt in dem Fall günstigere Variante. Das sehen wir dann natürlich auch, warum. Fangen wir jetzt mal einfach an. Ich mache jetzt erstmal Platz. Das ist in den allermeisten Blender-Tutorials wird erstmal hier der Würfel das und das gelöscht. Also Kamera, Lampe, so brauchen wir hier gar nicht. Den Würfel auch nicht. So, ich fange jetzt mal an, indem ich die Grafik einbinde in Form von einem Hintergrundbild. So, dazu brauche ich aber noch, auf der rechten Seite gibt es noch eine Menüleiste. Die lasse ich mir mal hier anzeigen unter View Properties oder die Taste N. Dann erscheint hier nochmal diese
Leiste mit Eigenschaften. Da gibt es diesen Punkt Background Images. So, den hake ich mal an, klappe den mal auf. Dann kann ich sagen Add Image. Ein bisschen runterscrollen. So, dieses neue Kästchen. Da öffne ich jetzt die Grafik. Da suche ich jetzt mal eben den Fisch aus. Den habe ich hier. So, ja, der Fisch ist zwar, diese Grafik ist hier jetzt eingestellt. Man kann hier auch noch die Größe einstellen und alles mögliche andere, was wir aber im Moment nicht brauchen. Die erste Frage wäre ja, gut, aber wo ist der jetzt? Ich sehe ihn nicht. Ja, man sieht diese Background Images nur, wenn man hier in der Anzeige genau von oben oder genau von der Seite schaut. So irgendwie aus einem Winkel heraus sieht man das nicht. Man sieht es nur exakt genau von oben, genau von der Seite. Ja, um das jetzt umzustellen, man sieht auch hier oben links, es ist jetzt die User, also eine User-Sicht und es ist die perspektivische Darstellung. Das lässt sich jetzt hier auch wieder über dieses Menü View umschalten. Das sind hier diese Sichten. Ich kann also durch die Kamera gucken, nur habe ich jetzt keine, ich brauche auch keine Top. Wenn ich das auswähle, dann gucke ich von oben. Ich sehe das Background Image aber immer noch nicht, weil ich zwar in der Top View bin, aber ich müsste jetzt noch nicht in die perspektivische Sicht, sondern in die orthografische Sicht, damit ich wirklich genau von oben schaue. Das kann man hier umschalten oder Numpad 5. So, jetzt bin ich in der Top Auto Sicht und hier ist unser Fisch, den wir vorhin ja auch schon in Second Life als Mesh gesehen haben. Ja, jetzt kann ich theoretisch schon anfangen, diese Kontur in Form von einer Linie mit Eckpunkten schrittweise nachzuzeichnen. So, dazu brauche ich natürlich irgendwo einen Anfang, einen ersten Eckpunkt, den ich irgendwo hin platzieren will. Da möchte ich jetzt zeigen, gibt natürlich verschiedene Varianten, wie man so einen einzelnen Eckpunkt erzeugen kann. Ich zeige jetzt die Variante über ein Add-in, also ein sogenanntes Add-in, ein Zusatz, den man im Blender einbauen kann oder aktivieren kann. Die sind eigentlich alle schon da, das zeige ich jetzt mal. Dazu geht man hier in das File-Menü unter User Preferences und dann gibt es das Menü Add-ons. So, hier kann man erstmal, ja, das ist jetzt eine Liste aller Add-ons, die hier angeboten werden. Die sind also im Blender quasi eingebaut oder in irgendeinem Verzeichnis der Blender-Installation sind die drin. Ich kann mal hier anwählen die Kategorie Enabled. Das sind die Add-ons, die zurzeit aktiv sind. Und da sieht man zum Beispiel die Cycles Render Engine, das Wavefront OBJ-Format zum Import-Export und andere Sachen sind als Add-ons realisiert, sie sind standardmäßig aber eh schon eingebunden. Was ich jetzt einbinden möchte, ist im Bereich Add Mesh zu finden und nennt sich Extra Objects. So, das aktiviere ich mal, das reicht auch schon. Wenn man das jetzt dauerhaft aktiviert haben möchte, auch wenn man das nächste Mal Blender startet, dann kann man noch hier diese User Settings speichern, dann wird das auch gespeichert, die Information, dass ich das immer anhabe, aber ich lasse es jetzt mal so. Hauptsache, es ist jetzt aktiviert. Wenn ich jetzt in das Add-Menü gehe, dann habe ich unter diesem Punkt Mesh, so neben den üblichen Sachen Plane, Cube und so weiter, die gibt es ja standardmäßig, haben wir jetzt hier diese ganze Auswahl neu. Die kommt jetzt durch dieses Add-on, ist das hinzugekommen. Da sind auch ganz witzige Sachen bei, also für Zahnräder, da kann man hier Zahnräder mitmachen, dann lassen sich auch noch viele Dinge dann einstellen, wie viele Zähne und wie dick und groß und Durchmesser etc. und viele andere Sachen. Ich brauche hier für dieses Tutorial dieses Single Word, also ein Vertex, Add Single Vertex und der wird jetzt, wenn ich hier klicke, erscheint der dort, wo halt dieser rot-weiße Cursor gestanden hat, also jetzt in der Mitte im Moment. So, jetzt möchte ich diesen Vertex bewegen. Ich nehme an, dass also so Dinge wie bewegen und drehen so schon bekannt sind, wie man das im Blender macht. Ich kann es ja noch mal eben zeigen. Ich kann also jetzt hier unter Mesh
Transform. Da gibt es dann diese Befehle wie Grab oder Move, das ist das Tastenkürzel G. Rotieren ist R, Skalieren, größer, kleiner machen ist S. Und dann gibt es natürlich noch viele weitere Menüs. Also man gewöhnt sich das nach und nach an und macht hinterher viel mehr mit den Tasten und geht auch viel schneller. Also ich drücke jetzt G, dann kann ich diesen Vertex hier, diesen gelben Punkt bei mir, ich schiebe den mal dahin. So, und fange jetzt an, diesen Vertex quasi zu duplizieren. Setze ihn einfach ein Stück weiter. Es wird auch automatisch eine Linie. Diese beiden Eckpunkte verbinden. Dann mache ich wieder eine Duplizierung mit einer Linie und wieder und so klappere ich jetzt einmal von rechts nach links rundherum die Kontur ab. Dieses Vervielfältigen, also dieses Vervielfältigen nenne ich jetzt mal, das heißt hier extrudieren. Das ist dann über Mesh, Vertices und da gibt es, bin ich jetzt falsch? Ja, da habe ich letztens schon gesucht. Hier, Extrude, Vertices Only. So, das ist ja nur ein Vertex. Jetzt habe ich hier einen neuen Punkt und dazwischen eine Linie. Diesen Punkt kann ich jetzt irgendwo absetzen. Nicht irritieren, wenn der Mauszeiger jetzt da unten hängt, da bin ich selber schuld. So, ich mache das jetzt mal recht grob. Und ich mache jetzt einfach weiter. Ich drücke also E für dieses Extrude. Dann habe ich den nächsten Punkt. Klick, wieder E, Klick, E, Klick. So. Auch hier mache ich mir das jetzt mal ganz einfach. Ich möchte jetzt hier nicht die Zuschauer langweilen damit, dass ich jetzt hier jede Spitze ins Kleinste nachbaue mit jeder einzelnen Rundung und so. Also das so. Ich kürze das jetzt mal ab, ganz, ganz dreist. Es geht ja ums Prinzip. Das kann jeder so beliebig fein machen, wie er möchte und sich dann später im Second Life anschauen, wie viel Land Impact das dann wird. So, ich mache das jetzt mal eben so, wie gesagt, sehr grob. Man sieht, wo der Mauszeiger selber ist, spielt eigentlich keine Rolle. Man bewegt den neuen Punkt immer relativ zum Mauszeiger. So, das eine Ding spare ich mir. Zack, zack, zack. So. Ich denke, auch wenn man das jetzt feiner machen will, das ist durchaus eine Arbeit, die ist recht zügig erledigt. Man kann ja auch beliebig nah ranzoomen, wenn man das möchte. Ist ja auch kein Problem. Ich würde nur nie zu dicht an die Grenzen hier gehen. Also ich würde das jetzt nicht hier so super, hyper, ich mache es ja trotzdem, weil es kann immer zu kleinen Ungenauigkeiten kommen, weil diese Textur hat eine wesentlich geringere Auflösung als hier dieses Mesh. Aber gut, das ist jetzt vielleicht auch gar nicht so wichtig. So, ja, jetzt möchte ich natürlich noch beide Punkte miteinander verbinden. Also ich mache jetzt erstmal den letzten Punkt so quasi so irgendwie da oben drauf. Punkte selektieren geht ja im Blender, geht das ja alles mit der rechten Maustaste. Ich halte jetzt die Shift-Taste noch gedrückt, klicke so hier ungefähr neben diesen anderen Punkt. So, und jetzt sind beide markiert. Jetzt muss ich die noch beide miteinander verbinden. Das mache ich dann auch über Mesh-Menü und gehe dann hier auf Vertices, Merge. Oder Alt-M hätte ich auch drücken können und sage zum Beispiel Add Center, dann werden die in der Mitte, die zwischen diesen beiden Punkten liegt, werden die jetzt verbunden. So, und das ist jetzt auch gerade passiert. Ja, und das ist eigentlich schon meine Kontur, die ich jetzt entlang von diesem Hintergrundbild gemacht habe. Man kann das nochmal schwenken, also man sieht, das ist jetzt die Kontur. Und ich gehe jetzt wieder in die Top-Sicht mit Nummer NumPad 7. So, das ist schon mal die halbe Miete, würde ich so fast sagen. Ja, nicht ganz, ein Drittel der Miete. Ja, jetzt käme der nächste Schritt, nämlich die Texturierung. Das ist jetzt, was ich hier gemacht habe, ist eine durchgehende Linie. Das sind ja nur Eckpunkte mit einer Linie verbunden. Es ist aber keine Fläche. Das Ding ist also wirklich nur einfach jetzt eine Umrandung.
Die kann ich aber nicht texturieren. Um etwas zu texturieren, brauche ich eine Fläche. Und die muss ich dann unwrappen. Das sehen wir auch gleich, damit die Textur auch an der richtigen Stelle dann zu liegen kommt. Wie mache ich jetzt hier eine Fläche daraus? Das ist recht einfach. Ich muss alle Punkte markieren. Das geht am besten. Ich zeige das mal eben über das Menü Select. Es gibt hier dieses Select All, Deselect All. Das ist die Taste A. Wenn ich, jetzt ist ja ein Punkt markiert. Wenn ich jetzt A drücke, wird alles demarkiert. Und wenn ich jetzt nochmal A drücke, wird alles markiert. Also es wird immer, es wechselt quasi. Wenn ich jetzt mit Shift mehrere Punkte markiere und drücke A, dann werden sie erstmal alle weggenommen. Und wenn ich nochmal A drücke, werden alle markiert. Und jetzt mache ich eine Fläche. Also ich habe jetzt alles markiert und dazwischen möchte ich ja die Fläche haben. Das kann ich dann über Mesh, Faces und hier ganz oben Make Edge oder Face oder F. Zack. Dann habe ich jetzt innerhalb dieses markierten Verlaufes habe ich jetzt einfach eine Fläche generiert. Ja, so, das ist schon unser flacher Fisch. Ich drücke, gehe jetzt wieder in die Top-Sicht. So, wieder was gemacht. Jetzt kommt der nächste Schritt, nämlich die Texturierung. Also der Fisch hat zwar jetzt eine Fläche, aber es fehlt eben noch die Textur. Und Blender weiß auch noch gar nicht, welche Textur er nehmen soll, und er weiß auch nicht, wohin soll er jetzt welchen Bereich der Textur auf diese Fläche legen. Denn das sind ja die zwei Informationen. Blender muss jetzt wissen, welche Grafik ist jetzt die Textur. In unserem Falle ist es genau diese Grafik mit dem Fisch. Ich könnte natürlich auch eine andere Grafik nehmen, aber das ist ja genau der Witz, dass wir ja eine Kontur machen und exakt daraus dann auch diese Grafik nehmen für die Textur. Das zweite wäre dann, Blender zu sagen, welche Teile der Grafik sollen auf welchen Teil dieser Fläche abgebildet werden. Was eigentlich auch genau das ist, was wir hier sehen. So, wie geht das mit dem Texturieren? Das, finde ich, kann man recht übersichtlich machen in einem anderen Bildschirm. Das ist hier oben, dieses Default, das sind halt Bildschirme, die sind so vordefiniert, das heißt, die Anordnung dieser Menüs und Fenster ist also hier definiert. Das ist jetzt diese Default-Ansicht, die wir die ganze Zeit schon gesehen haben. Es gibt hier noch eine Reihe anderer, unter anderem dieses UV-Editing. So, da ändert sich einfach die Anordnung. Wir haben jetzt zwei Bildschirme quasi, also einmal den, wie wir ihn schon hatten, mit diesem Fisch drauf, wo ich auch wieder in die Top Orthosicht gehen kann mit NumPad 7 und NumPad 5. Und im linken Fenster, das ist jetzt die UV-Map, die wir hier sehen. Also wir sehen eigentlich noch nichts, da ist noch gar keine. Kommen wir jetzt zu dem ersten Punkt, den ich vorhin erwähnte. Welche Textur soll überhaupt verwendet werden? Dann, wir haben ja nur die eine und das ist auch genau die, wir haben wollen. Das kann man jetzt hier unten auswählen. Also das Knöpfchen zeigt die Texturen an, die bereits geladen sind. Das ist ja genau diese Fischtextur. Wenn ich jetzt eine andere nehmen wollte, könnte ich halt eine neue Textur öffnen oder eine leere Textur mit einer durchgehenden Farbe oder so hier auch anlegen. Aber wir haben ja die Textur, dann stelle ich die mal eben ein. Ups, so. Ja, das ist jetzt erstmal die Textur. Man sieht jetzt, vielleicht noch kurz zur Info, die eigentliche Grafik war rechteckig. Ich habe sie quadratisch gemacht, weil ich das einfacher finde und wir auch gleich zumindest einen kleinen Teil des schwarzen Bereiches auch verwenden, nämlich für die Seitenflächen, die ja schwarz sein sollen. Oder man kann sie natürlich auch anders texturieren, wenn man den Teil, wo dann die UV-Map für die Umrandung legt, die kann man ja auch hier in der Grafik anders machen, dass es wie Holz aussieht oder so. Das sind aber dann wieder Feinheiten. So, der Kreis, den man sieht, das ist eigentlich schon ein wie auch immer entstandene UV-Map von diesem Fischobjekt, aber das stimmt natürlich hinten und vorne nicht. Wir haben ja eigentlich auch noch gar kein Unwrap gemacht. Wir haben jetzt erstmal gesagt, das soll unsere Grafik sein.
die wir jetzt für die Texturierung auch verwenden. Jetzt muss ich noch das Unwrap machen. Das ist jetzt in diesem Fall, da wir eine flache Grafik haben, auch sehr, sehr einfach. Ich muss jetzt im rechten Fenster sicherstellen, ich bin in der Top-Sicht, orthografischen Sicht, also dieses NumPad 7 und 5 habe ich ja gemacht. Und dann kann ich hier in diesen Tab Shading UVs gehen und kann hier sagen Unwrap und wähle Project from View. Das bedeutet, ich mache das mal, man sieht jetzt hier die Kontur von dem Fisch. Das Project from View bezieht sich auf das rechte Fenster und ist eine Projektion von dem, was man im rechten Fenster sieht. Und dadurch, dass ich ja die Top-Orto-Sicht habe, habe ich eine unverfälschte Sicht auf den Fisch und genau so wird auch proportional das hier als UV-Map abgebildet. Würde ich jetzt den Fisch zum Beispiel irgendwie drehen und mache nochmal dieses Project from View, dann sieht das hier genauso gedreht aus. Da wir das aber genau von oben alles gemacht haben, brauche ich hier nur wieder nach oben in die Top-Sicht gehen, mache jetzt hier das Unwrap und habe jetzt die Proportionen. Man sieht natürlich sofort, die Größe ist jetzt irgendwie ein bisschen zu klein. Ja, da hat man auch so automatisch mal eben, geht das auch gar nicht anders. Es gibt noch eine Option, die benutzen wir aber nachher bei der zweiten Lösung. Da wäre nämlich das schon sofort richtig in der Größe. Das nützt uns hier in dem Fall aber nichts. Das heißt, die Größe müssten wir per Hand ändern. Ich kann ja mal zeigen, was passiert, wenn man das jetzt so lässt. Ich schalte jetzt mal hier in dem rechten Fenster hier unten von der Solid-Darstellung, die wir die ganze Zeit schon gesehen haben, auf die Texture-Darstellung. Dann sehen wir nämlich, wie die Textur auf dieser Fläche aussieht. Blender weiß ja jetzt, er soll diese Grafik nehmen, die mit dem Fisch, und Blender weiß auch, wie oder welchen Teil der Grafik jetzt hier auf dieser Fläche dargestellt werden soll. Das ist nämlich genau der Ausschnitt, der sich hier innerhalb dieser Fischkontur befindet. Ich kann auch hier mal alles markieren und mit G das dann verschieben. Man sieht dann rechts, wie sich dann hier diese Grafik verschiebt. Ja, das ist einfach der Ausschnitt, dem Blender jetzt sagt, diesen Ausschnitt sollst du auf dieser Fischfläche, auf diesem Schild darstellen. Nur wenn ich das jetzt hier nur so hin und her schiebe, nützt das nichts, weil die Größe stimmt ja auch gar nicht. Das ist ja klar, das sieht man ja sofort. Ja, und das ist jetzt so der etwas unangenehme Teil, dass man also jetzt die Größe ändern muss und hat sowieso ja nicht so wirklich eine Vorstellung, wie groß genau muss ich das machen, damit das so passt, wie ich es eigentlich ursprünglich auch mal gezeichnet habe. Das ist so das Problem dieser Lösung. Ich drücke jetzt mal S für Skalieren, dann mache ich das mal ein bisschen größer. Ja, vielleicht passt es sogar so zufällig so einigermaßen. Man kann ja mal hier auch reinzoomen und gucken. Ja, ist hier vielleicht ein bisschen dicht. Muss man dann halt sehen. Also wenn ich das jetzt mit G wieder so ein bisschen zurückschiebe, so irgendwie, und dann gucken wir mal, ja, dann ist es da schon sehr knapp wieder und hier habe ich es, glaube ich, auch nicht ganz so knapp. Also man müsste es wieder ein bisschen verkleinern. Naja, und hin und her. Man kann sich auch ein bisschen helfen mit ein paar anderen Sachen. Ich mache es jetzt einfach ein bisschen kleiner und schiebe es nochmal ein bisschen wieder da so rüber. Das soll jetzt mal so für einen ersten Gehversuch reichen. Man sieht auch rechts, ja, ist schon gar nicht schlecht. So, damit soll jetzt mal das Unwrap fertig sein. Mehr ist das dann auch gar nicht. Es ist ja zum Glück eine flache Geschichte, nichts gewölbt oder irgendwie verwinkelt. Das ist also eigentlich sehr, sehr simpel. Jetzt gehe ich nochmal zurück. Man könnte es sogar auch hier mal weitermachen. Ich gehe aber nochmal zurück in die Ansicht. Das ist ja jetzt wieder dieser Default-Bildschirm. So, auch hier kann ich, wenn ich möchte, in diese Textursicht gehen. Dann sehe ich auch hier genauso wie in dem anderen Bildschirm
ja, jetzt so den Fisch. Jetzt sind noch zwei Sachen zu erledigen, nämlich diese Fläche, das ist ja nur eine Fläche, das ist ja wirklich papierdünn. Dem möchte ich jetzt eine Dicke verpassen, das soll ja eine gewisse Dicke haben. Und die Seitenlinie soll ja schwarz werden, also die soll auch texturiert werden, damit man das auch sauber dann von dem Fisch unterscheiden kann. Die Dicke, die mache ich jetzt so. Ich gehe jetzt mal, ich bin noch hier im Edit Mode, ich gehe jetzt mal hier in diesen Object Mode und wähle jetzt, das Objekt ist ja auch markiert, der Fisch. Ich gehe jetzt hier oben in das Menü, in dieses Modifier Tab. Das ist das mit diesem Schlüsselwerkzeug, mit dem Schraubenschlüssel. Und wähle jetzt unter Add Modifier diesen Solidify Modifier aus. So, dann erscheint jetzt hier so ein Menü. Was macht jetzt dieser Modifier oder was überhaupt sind Modifier? Modifier sind ja, Optionen, die das Objekt, auf das ich das jetzt anwende, das ist jetzt im Moment diese Fläche, die ermöglichen halt eine dynamische Änderung dieses Objekts. Ich kann nämlich zum Beispiel jetzt hier, ich kann das mal auch weiterziehen, dann kann man das hier besser lesen, die Thickness, die Dicke von dem Fisch verändern. Man sieht, der wird jetzt immer dicker. Ich kann das auch im negativen Bereich, also dann geht das halt nur nach oben. Ich kann also hier beliebig die Dicke ändern. Man kann das Objekt aber nach wie vor drehen. Ich könnte das Objekt sogar weiter bearbeiten. Ich könnte also wieder zurück in den Edit-Modus gehen. Ich könnte hier einzelne Vertices verändern, verschieben. Man sieht natürlich, dass die Texturierung das nicht mitmacht. Das wird alles Kraut und Rüben. Ist klar, man müsste dann nach einer solchen Änderung das UV-Unwrap nochmal machen, weil ich ja jetzt hier in diese ganze Kontur eingreife und dann passt natürlich die Texturierung nicht mehr. Ich könnte auch Eckpunkte hinzunehmen, um jetzt einen Verlauf zu verfeinern. Ich könnte Eckpunkte herausnehmen, wenn ich das nicht so fein haben will. Ja, und trotzdem kann ich jederzeit, ich könnte auch ganz neue Objekte erstellen. Ich kann das auch abspeichern, Blender zumachen, mache morgen Blender auf und wenn ich den Modifier eben noch habe, dann kann ich auch morgen in der geöffneten Datei einfach nochmal sagen, ach nee, ich möchte doch das Ding weniger dick haben. Das ist der Vorteil der Modifier. Solange der hier zu sehen ist, kann man immer noch die Werte ändern. Erst wenn ich auf Apply drücke, wird der Modifier auf das Mesh angewendet und ist dann auch hier wieder verschwunden und das Mesh ist halt dann entsprechend dann dargestellt. So, ich lasse das auch mal so. Das ist jetzt irgendeine Dicke, die kann man ja auch entweder in Blender oder auch im Second Life später natürlich noch beliebig ändern. Hatten wir ja in diesem ersten kleinen Video auch gesehen. Diese Dicke lässt sich ja ändern, ist ja kein Problem. So, ich lasse das mal so. Man sieht natürlich, ich drücke jetzt mal erst Apply. Das geht jetzt aber nicht, weil Modifiers cannot be applied in Edit Mode. Ich muss also in den Object Mode. Gut, dann gehe ich halt in den Object Mode. Das Ding ist markiert. Ich drücke Apply. So, fertig. Jetzt kann ich nochmal in den Edit Mode wechseln. Jetzt sind auch hier die Vertices auch hier unten. Und jetzt ist das Teil also schon massiv quasi. Nur, das ist jetzt der letzte Schritt. Man sieht ja hier die Texturierung der Seitenlinie ist also, ja, eigentlich ist das nur, alle Pixel der oberen Kante sind quasi runtergezogen auf die untere Kante. Sieht natürlich nicht schön aus, aber was wir jetzt auch sehen, die Rückseite ist auch schon fertig mit dem Fisch texturiert. Das heißt, beide Seiten sind fix und fertig texturiert. Ich muss mich jetzt nur noch um diese Seitenlinie kümmern. Dazu müsste ich die gesamte Seitenlinie markieren und wiederum einen UV-Unwrap machen, also eben nur von der markierten Seitenlinie und mir dann auf dieser Fischgrafik, die benutze ich einfach auch für die Texturierung dieser Seitenlinie, einen geeigneten Platz auswählen. Ja, vorrangig einen dieser schwarzen Bereiche. Dann ist das ja hier automatisch schwarz. So. Wie markiere ich das?
Also ich gehe jetzt dazu vielleicht auch wieder in diesen anderen Bildschirm, dieses UV-Editing. So, da sind wir wieder. Das Panel mache ich mal zu. Das ist ja mit N, kann man das hier zumachen. So, aber es ist mehr Platz. Ja, wie markiere ich jetzt diese Linien hier, diese Seitenlinie? Eigentlich ganz einfach dann auch, wenn man es weiß, zeige ich ja jetzt. Ich gehe hier in diesen Face Select Mode. Man kann es vielleicht auch in einem anderen Modus. Ich mache das jetzt mal so. Jetzt kann man hier einzelne Flächen markieren. Ich könnte auch mit Shift, ach, jetzt ist es schon passiert, was ich eigentlich zeigen wollte. Wenn ich, egal ob ich was markiert habe oder nicht, wenn ich mit dem Mauszeiger so ungefähr zwischen zwei Flächen, also so ungefähr auf diese Linie gehe, halte die Alt-Taste fest und klicke jetzt mit rechts einmal da rein, dann wird automatisch der gesamte Ring markiert. Das heißt, ich muss jetzt hier nicht einfach, nicht einzeln hier alles markieren und dann vergesse ich vielleicht noch da dieses kleine Winkelflächeneckchen da oder so, sondern ich kann einfach in die Mitte, also zwischen zwei Flächen hier klicken, einmal rechtsklick mit Alt-Taste festhalten, zack, und dann ist der gesamte Ring markiert. So, wenn ich jetzt man sieht in der UV-Map jetzt diese Linie, das ist quasi das, was im Moment Blender als UV-Map verwendet. Ja, es ist gar keine Fläche, das sind ja eigentlich Flächen, aber das ist auch wiederum nur eine Linie. Ja, es ist eigentlich schon eine Fläche, nur weil das noch nicht unwrapped wurde, ist das jetzt alles quasi aufeinander geklatscht. Also eigentlich besteht jeder Punkt. Ich kann ja auch mal hier versuchen, einen Punkt zu erwischen. Man sieht, auf dem Punkt liegt nämlich ein zweiter Punkt drauf. Das sind eigentlich Flächen, aber weil er das ja bisher, haben wir ja kein Unwrap gemacht, weiß er auch gar nicht, wie er das legen soll. Deswegen liegt das alles aufeinander und deswegen sieht auch diese Textur hier so merkwürdig aus. Ne? Also so streifig. Wo ich jetzt gerade hier rumgezupft habe, hat sich das verändert natürlich. Aber ist natürlich alles andere als das Gewünschte. Man könnte es sich jetzt ganz einfach machen und sagen, naja, kann ja ruhig so aufeinander geklatscht sein. Eigentlich reicht mir ja, wenn ich in der UV-Map alles markiere hier von diesem umlaufenden Streifen, verkleinere das, schiebe das da irgendwo in das Schwarze und fertig. Dann ist das hier schwarz und dann ist schon alles erledigt. Das ist ja eigentlich das, was wir haben wollen. Ja, kann man so machen. Würde auch funktionieren. Also technisch ist das okay. Ich persönlich finde es jetzt nicht so schön, vor allem wenn man vielleicht doch einmal nicht nur schwarz haben möchte, sondern man möchte es vielleicht irgendwie auch texturieren. Dass es eine Holzmaserung hat oder so ähnlich, die könnte man ja in einem dieser schwarzen Streifen hier unterbringen, so eine Holztextur noch hier reinmachen in dem Zeichenprogramm. Dann nützt mir natürlich so ein Unwrap gar nichts, weil das ist vom Unwrap her gesehen ist das hier Blödsinn. Es funktioniert zwar jetzt mit diesem Schwarz, aber wenn man da doch vernünftig was texturieren will, geht das eben dann doch nicht. Daher zeige ich eben nochmal, wie man das jetzt hier texturiert. Also ich markiere nochmal alle Flächen hier, einfach mit Alt auf die Mittel zwischen zwei Flächen klicken. Dann habe ich jetzt den ganzen Ring markiert. Ich habe nicht markiert die obere und untere Seite. Die ist ja schon UV-unwrapped, die ist nicht markiert. Man sieht sie ja auch nicht. Das wäre ja eigentlich hier irgendwo zu sehen, aber ist ja auch nicht markiert. Genau richtig. Jetzt mache ich mal ein Unwrap. Nicht dieses From View, sondern einfach mal so ein Unwrap. Dann kommt aber sowas, naja, so ähnlich wie ich angefangen habe vorhin. Man zupft die Punkte auseinander, die übereinander liegen und dann kommt da irgendwie sowas Komisches bei raus. Das liegt jetzt unter anderem auch daran, das ist eine Schleife, also ich habe ja einen Ring markiert, der ist geschlossen. Es gibt keinen Anfang und kein Ende, es ist einfach eine geschlossene Schleife, die jetzt durch das Unwrap wird ja versucht, diese Schleife flach auf diese Grafik zu bekommen, was bei so einer Schleife natürlich nicht geht. Da gibt es immer irgendwo Knicke oder Ungenauigkeiten, ja, das haut nicht hin.
ich muss diese Schleife an einer Stelle aufschneiden. Dann habe ich ein Band, das hat einen Anfang und ein Ende, das kann man schön flach hinlegen und das kann man dann auch schön texturieren. Ich müsste also an einer Stelle hier, an irgendeiner, es ist eigentlich egal, also an einer dieser Kanten zwischen diesen Flächen quasi eine Naht machen, einen Schnitt machen, eine Naht. Ja, ich gehe mal jetzt hier in diesen Linienmodus und wähle jetzt irgendeine Kante an, hier irgendeine Ecke, ich nehme mal die hier. Eigentlich völlig egal jetzt hier in dem Beispiel. Man muss natürlich wissen, das ist jetzt wie eine Naht. Dieser Ring wird, zumindest für das UV-Unwrap, wird dieser Ring quasi an dieser Stelle, die ich jetzt gleich markieren werde, aufgeschnitten. Das heißt, es wird nach rechts und nach links, wird also die eine Schnittkante wird nach rechts und die andere wird nach links sozusagen ausgebreitet. Das Band wird dann gleich im UV-Editor schön ausgebreitet vor uns liegen und diese Schnittkante wird eine ganz rechts und die andere ganz links sein, weil das ist ja jetzt auseinandergeklappt. Wenn alles schwarz texturiert ist, sieht man natürlich keinen Übergang zwischen dem rechten und dem linken Ende. Wenn das natürlich eine Holzmaserung oder eine andere Textur wäre, könnte man vielleicht einen Übergang sehen, weil diese Nahtstelle so weit auseinander liegt, dass die Textur am einen oder am anderen Ende nicht übereinander passen. Deswegen sollte man solche Nahtstellen möglichst in irgendwelche Ecken und Winkel legen, wo sie vielleicht nicht so auffallen. In dem Fall ist eh alles schwarz, da sieht man sowieso keinen Übergang. Deswegen, ich wähle jetzt mal diese Stelle aus. So, ich habe jetzt diese eine Linie markiert, diese Nahtstelle, und sage jetzt hier, das ist dieses Mark Seam, das ist eine Naht. Ich markiere jetzt diese Stelle als Naht und die hat jetzt noch so einen roten Strich dazu bekommen. So wird das dargestellt, dass es jetzt eine Nahtstelle. Ja, jetzt muss ich wieder diesen gesamten Ring markieren. Ich mache jetzt wieder ein ganz simples Unwrap, genau wie eben auch, aber durch die Nahtstelle hat er jetzt diese Schleife quasi hier und hier aufgeschnitten und dann kann man das ja wie ein Band schön gerade hinlegen und es ist jetzt auch schön sauber texturiert. Wie gesagt, würde ich jetzt in der Grafik hier, wo das Schwarze ist, eine Holztextur aufbringen, dann hätte man zumindest ein paar Pixel Holztextur. Ich meine, allzu breit ist das eh nicht, das ist nun wirklich jetzt nicht viel, aber ist ja nur so ein schmaler Streifen. Aber hier ist es eh schwarz, also von daher egal. Aber kann man ja auch gerne mal ausprobieren, dass man dann in diese Grafik einfach hier unten eine Holztextur macht und dann mal schauen, wie das dann aussieht. So, ja, das war's eigentlich. Ich wechsle jetzt nochmal wieder zurück hier in diesen Default. So, das ist der Fisch. Der hat jetzt eben eine Dicke, der hat eine Vorder- und Rückseite und der hat die Seitenflächen in Schwarz. Ne, so haben wir uns das vorgestellt. Ja, ist fertig. Den könnte man jetzt exportieren. Man könnte ihn vielleicht noch skalieren, der ist ja jetzt, ne, das ist ja immer ein Kästchen, ist ein Meter im Blender, 1, 2, 3, also der ist 10 Meter groß. Mhm. Kann man natürlich kleiner machen, das kann man aber auch beim Import in Second Life hier auch nochmal einstellen oder man macht ihn in Second Life dann über das Bearbeiten-Menü kleiner, ist eigentlich kein Problem hier. Um das jetzt zu exportieren, ja, der ist ja markiert, das wäre dann File Export Collada. Das ist dieses Format, was Second Life dann importieren kann. Da würde man jetzt vielleicht noch, weil es sehr einfach ist, unter diesen Presets hier auswählen. Die gibt es nämlich hier schon fix und fertig. SL, also Second Life und OpenSim Static. Das ist also ein einfaches statisches Mesh. Dann werden hier so ein paar Voreinstellungen genommen. Unter anderem wird hier dieses Triangulate gemacht. Das heißt, jetzt werden aus diesen Flächen werden jetzt Dreiecke gemacht. Da brauche ich mich ja gar nicht selber drum kümmern. Das wird jetzt hier beim Export automatisch gemacht. Ja, dann gebe ich da oben noch einen Namen ein, klicke OK, Export und dann kann ich es in Second Life importieren. Das konkret möchte ich jetzt aber hier nicht zeigen. Hier geht es ja darum, wie erstelle ich dieses Objekt.
Ich denke, der Import in Second Life ist klar. Wenn nicht, kann man da ja auch gerne noch mal ein kleines Tutorial zu machen. So, ich breche das mal ab. Ja, das ist jetzt das Objekt mit der ersten Methode. Das war jetzt über das Background Image, wo wir ja so ein bisschen Probleme hatten, die exakte Größe der UV-Map anzupassen. Das war ja so ein bisschen Fummelsarbeit. Ich meine, für das grobe Ding, was ich hier ja so recht grob gemacht habe, reicht das. Aber wenn man feiner arbeitet oder auch komplexere Objekte hat, ist das vielleicht dann eine nicht so günstige Methode. Daher möchte ich jetzt noch eben die zweite Methode vorstellen. Ja, ich schmeiß quasi nochmal alles weg. Ich gehe jetzt nochmal auf die Factory Settings. So, jetzt sind wir wieder ganz am Anfang. Also ich haue das hier alles nochmal weg. So. Ja, der Anfang wie eben. Ich bringe jetzt wieder die Grafik ein, diesmal aber nicht über ein Hintergrundbild, sondern diesmal mit einem anderen Add-in, was ich dann auch noch aktiviere. Die Add-ins hatten wir ja vorhin auch am Anfang. Ich gehe jetzt hier nochmal rein, User Preferences, Add-ons, oder ich sage immer Add-in, Add-on. Ja, ich denke, man weiß, was gemeint ist. Da ich jetzt ein Load Factory Settings gemacht habe, ist auch mein Add-Mesh Extra Objects, das ist auch nicht mehr drin. Ich hatte das ja auch gar nicht hier gespeichert. Ist ja auch in Ordnung. So, das will ich wieder haben. Und jetzt außerdem möchte ich hier unter dem Punkt Import-Export, da muss man ein bisschen runter scrollen, da gibt es hier dieses Import Images as Planes. So, das aktiviere ich jetzt auch noch. Diese Funktion nutze ich auch sofort. Ich füge nämlich jetzt dieses Bild als Fläche hinzu, also auch normal über das Menü Add, Mesh. Und hier ist jetzt dieser neue Punkt, dieses Images as Planes. Dann will er die Grafik wissen, ja, dann gebe ich ihm wieder meine Fischgrafik, wie von eben auch. Jetzt hat er eine Plane erstellt. Wenn ich in den Texturmodus gehe, sehe ich auch schon, aha, da ist wieder die Grafik drauf, direkt auf der Fläche. Die ist also fertig texturiert, die ist auch unwrapped, die hat auch ein Material, wobei wir das hier für dieses einfache Ding gar nicht benötigen. Also soweit alles fertig. Und ich würde jetzt genauso wie vorhin auch in die Top-Orthografische Sicht gehen mit Nummern Pad 7 und 5 und wieder anfangen, die Kontur zu malen. Jetzt gibt es noch eine Sache, die man dann beachten muss. Die Kontur, die ich jetzt dann malen werde, soll Bestandteil sein des Objektes, nämlich dieser Plane. Also die Plane und auch die Kontur, die ich ja dann auch zu einer Fläche mache, sollen zu dem gleichen Objekt gehören, was auch sichergestellt ist, wenn ich jetzt das Objekt markiert lasse. Die Plane ist ja markiert, das sieht man an dem gelben Rahmen. Ich wechsle jetzt nur in den Edit-Modus. So. Gut, die vier Eckpunkte brauche ich jetzt nicht. Ich drücke A, um jetzt erstmal nichts zu markieren. Aber ich bin ja im Edit-Modus und editiere gerade dieses Objekt, diese Plane, die ja auch wie die Grafik hier genannt hat. Und mache jetzt dasselbe wie eben. Ich füge hier ein einzelnen Vertex-Punkt hinzu, den ich jetzt erstmal hier suchen muss, so da, und mache mit G, setze ich mir den wieder dahin und mache jetzt wieder Extrude. Ich mache das diesmal jetzt noch viel grober, das will ich jetzt hier nicht zu lange dauern lassen. Es geht hier wieder nur ums Prinzip, was man dann mit dem Mesh macht. Obwohl ich könnte vielleicht schon, zumindest hier mal an einer Stelle, sehr fein arbeiten. Dann sehen wir nämlich, dass das gleich mit dem Unwrap auch exakt genau so passt, wie ich das hier gemacht habe. Wir können es ja vielleicht merken, dass ich hier an dieser Flosse, zumindest hier diese letzten Punkte, an dieser Flosse hier sehr dicht setze und vor allem exakt auf den Rand,
auch wenn ich das normalerweise nicht machen würde, denn das wird wahrscheinlich hinterher, wenn man es importiert, dazu führen, dass man auch von dem weißen Hintergrund, der hinter dem Fisch ist, auch noch ein bisschen was sieht. Man sollte also nie zu dicht am Rand gehen, aber nur um zu zeigen, wie genau das gleich geht, habe ich das jetzt mal zumindest hier diesen Teil der Flosse sehr genau am Rand entlang gemacht. So, jetzt mache ich mir das hier wieder einfach. Jetzt geht das hier wieder recht schnell. Zack, zack. So, was jetzt diese Methode besser macht als die erste, ist der Fall, dass ich hier bei dieser Methode dieses größer, kleiner machen, hin und her schieben, bis das dann irgendwie passt mit dieser UV-Map. Das kann ich mir hier nämlich sparen. So, ich markiere jetzt mit Shift rechtsklick noch den zweiten Punkt, sage Mesh, Vertices, Merge, at Center. So, sind die wieder zusammen. Das kennen wir ja schon vom ersten Mal. So, jetzt möchte ich nur die Kontur markieren. Ich habe ja, das darf man jetzt nicht vergessen, wenn ich jetzt A drücke, ist es weg. Ich drücke nochmal A, markiert er alles, auch die Plane. Die will ich jetzt aber gar nicht dabei haben. Ich möchte nur die Kontur markieren. Ja, kennen wir schon, diesen Trick mit Alt gedrückt lassen und quasi zwischen zwei Linien klicken. Das funktioniert auch hier in diesem Modus mit diesen Eckpunkten. Ich halte jetzt die Alt-Taste gedrückt. Ich drücke jetzt mal einfach so ein Stück neben den Punkt und zack, hat er die gesamte zusammenhängende Kontur markiert, aber eben nur diese und nicht auch den Rand der Plane. Die Plane will ich ja gar nicht weiter bearbeiten, die lösche ich nachher sogar. So, ich möchte nur die Kontur markieren, habe ich gemacht, ich drücke F, dann habe ich wieder die Fläche. Man wird jetzt sehen, wenn man das dreht, das flackert so komisch. Das liegt daran, dass die Fläche, die ich jetzt gerade erzeugt habe, und die Plane, die ja die ganze Zeit schon vorlag, die sind exakt aufeinander. Also wenn ich jetzt mal genau mit Nummern-Taste 1 seitlich gucke, das liegt exakt aufeinander und deswegen kommt das zu so einem Flackern. Ist nicht schön. Hat man auch in Second Life, wenn man da irgendwas so dicht aneinander legt, dass das sich quasi berührt, dann gibt das halt so ein Flackern, weil das Programm sich jetzt nicht entscheiden kann, welche Fläche male ich denn jetzt. Dann wird die eine gemalt und an anderen Stellen dann die andere Fläche und dann gibt das halt so einen Blödsinn. Man kann jetzt, der Fisch ist ja markiert, den einfach ein bisschen hochschieben, weil das ist hier für das völlig egal, ob der jetzt auf der gleichen Höhe liegt wie die Plane oder ob der jetzt einfach ein Stück höher liegt, wenn das Flackern stört. So. Jetzt käme wieder das Unwrap. Ich bin ja jetzt wieder soweit, ich habe jetzt hier meine Fläche und so. Ja, jetzt gehe ich wieder zurück in das UV-Editing-Fenster, das kennen wir ja auch. Ich gehe hier wieder auf Top Auto und wähle links einfach mal die Grafik aus, die wir ja schon kennen. So, und jetzt kommt das Unwrap und das ist auch ziemlich simpel. Ich brauche nur rechts alles markieren, auch die Plane und sage jetzt UV Unwrap und sage jetzt Project from View Bounce. Klick, fertig. Und es ist alles schon genau an der Stelle. Wir können mal hier bei dieser Flosse, wo ich ja ein bisschen genauer gearbeitet habe, gucken. Ja, es ist vollkommen so, wie ich das auch gemalt habe. Ich brauche nichts mehr skalieren, nichts mehr rumschieben. Es ist alles exakt an der gleichen Stelle. Warum? Dieses Project from View Bounce sorgt dafür, dass die UV-Map so skaliert wird, dass sie die Grafik quasi umschließt. Das kann man vielleicht besser zeigen, wenn ich nur mal den Fisch selektiere und jetzt ein Project from View Bounce mache, dann sieht man, das ist jetzt so gestreckt, aber er berührt zumindest mit einem Punkt jeweils eine Seite. Er wird so gestreckt, dass er exakt in diese Grafik passt. Da ich aber die quadratische Fläche hatte und habe darin genau proportional mit der Textur den Fisch reingemalt und wenn ich beides markiere
und mit dieser Project from View Bounds unwrappe, dann passt das Quadrat exakt um die Textur und die Umrandung des Fisches habe ich ja quasi proportional zu dem Quadrat reingemalt. Deswegen ist auch hier die Position genau an der richtigen Stelle, ohne dass ich irgendwas dazu tun muss. Wenn ich jetzt das andere Unwrap nehme, dieses, was wir vorhin verwendet haben, dann wird es einfach kleiner. Also die Größe, die man hier sieht, hängt eigentlich nur davon ab, wie nah ich hier in dem rechten Fenster bin. Ich bin jetzt hier mal rangezoomt, mache jetzt nochmal Project from View, dann wird das hier größer. Naja, aber es passt eben nicht genau. Wenn ich jetzt hier nochmal mit dem Mausrad ein Stück größer mache und nochmal, dann ist es schon zu groß. Da hätten wir wieder dieses Problem mit diesem Hin und Her. Man könnte es manuell vielleicht leichter justieren, wenn man eben dieses Quadrat noch hat. Dann könnte man das auch manuell etwas leichter justieren. Aber es geht ja mit diesem Bounce, flupp, und dann passt es. Unabhängig davon, wie ich das jetzt hier rechts sehe. Ich muss halt nur hier eine von oben Sicht haben. Wenn ich das jetzt wieder so drehe und mache das Unwrap, das Project from View, macht ja, wie gesagt, das irgendwie so verzerrt, so wie es dann auch hier ist. Und das will ich ja nicht. Also mache ich das wieder von oben. So. Aber eigentlich ist es ein Klick, Unwrap erledigt. So ist das dann im Endergebnis. Jetzt brauche ich nur noch Folgendes machen. Ich lösche jetzt diese quadratische Fläche. Also ich markiere jetzt einfach mit Shift festhalten die vier Eckpunkte. Und zwar nur die vier Eckpunkte, sage X, Delete Vertices, so, und dann ist das Quadrat weg. Mein Fischchen ist übrig, das war vorhin ja dann genauso. Wir sind jetzt an der Stelle, wo wir diesen Modifier mit diesem Solidify hinzufügen. Wählen jetzt hier noch die Dicke wieder aus, sagen Apply, ich bin im Object-Modus, dann macht er auch gleich den Apply. Ja, jetzt müsste ich hier noch wieder die Umrandung markieren. Also ich gehe jetzt nochmal, vor allem müsste ich wieder eine Stelle suchen, wo ich hier nochmal so eine Seam, so eine Mark Seam mache. Also ich gehe jetzt mal wieder in diesen Editing, UV Editing Mode. So, dann ich selektiere jetzt mal die beiden Eckpunkte. Man kann das ja auch mit den Eckpunkten markieren. Ich muss jetzt hier nicht in den Linienmodus wechseln, aber ich habe ja diese beiden Eckpunkte markiert, habe jetzt die Linie. Sage Mark Seam, so, nehme ich nochmal weg. Ja, man sieht es jetzt nicht, aber da müsste jetzt eigentlich eine Seam sein. Ja, schon mal flackert da so ein roter Strich auf. Irgendwie sieht man das jetzt nicht so gut. Ja, jetzt gehe ich doch in den Flächenmodus, wähle wieder nur diese Randlinie an, mache jetzt ein normales Project from View. Ach nee, ich habe das Projekt von View, ja, Blödsinn, natürlich nicht. Ich mache ein normales Unwrap. Durch Mark Seam wird das ja dann hier automatisch schön gestreckt, ohne Verzerrungen. So, und das ist es. Ich gehe wieder zurück. So, dann haben wir das ein bisschen größer. Ja, und das ist der Fisch, jetzt mit schwarzer Randlinie. Auch den kann man genauso wieder exportieren und dann in Blender importieren. Ja, das ist halt die Weise, wie ich jetzt diesen Fisch gebaut habe, den wir anfangs in dem Video gesehen haben. Und ja, also das Importieren nach Second Life, ich weiß nicht, ob das auch ein Thema ist. Also der Export aus Blender ist halt Objekt markieren, dann dieses Collada-Format bei Export wählen, dann diese Presets einstellen. Hier ist es jetzt ein statisches Objekt, dann ist hier ja alles jetzt entsprechend wieder eingestellt. Ja, dann brauche ich nur noch Verzeichnis auswählen, Dateiname angeben und dann kann man das speichern und dann so dann in Second Life importieren. Das sollte auch ohne großes Trara gehen. Die Textur, die muss man natürlich dann auch in Second Life importieren, also eben genau dieses Fisch Bild, was wir die ganze Zeit schon benutzt haben. So, und damit würde ich jetzt mal sagen, ist dieses Tutorial beendet. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass es dem einen oder anderen
ein bisschen weiterhilft. Also alles Gute und viel Erfolg.